Herzlich willkommen bei der vorletzten Astroreise und heute geht es um den Archetypus Wassermann und das dazugehörige Prinzip, den Uranus. Und der Uranus, dem begegnen wir immer wieder, wenn du meine Horoskop-Analysen auch betrachtest, der steht ja gerade im Stier und das ist der Revolutionär. Da geht es um die Ideale, sehr bekannt natürlich der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, da soll einfach etwas neu werden und da soll etwas gleich gemacht werden. Wir sollen da alle, also es sollen alle gleich behandelt sein, es sollen alle gleich berechtigt sein, es soll etwas neu werden, ja nichts Altes mehr, alles Alte ist langweilig, soll niederbrechen und es gehört eine neue Vision, eine neue Gesellschaft, eine neue hochtechnologisierte Zeit vielleicht auch dazu. Und das sind so die Prinzipien des Wassermanns. Und wir werden heute mal uns mit dieser Revolution, dieser inneren Revolution ein bisschen auseinandersetzen. Also wo steckst du denn vielleicht ein bisschen zu sehr in deinen alten Mustern fest und brauchst ein bisschen uranische Energie, brauchst ein bisschen einen Kick in eine neue Richtung. Und das machen wir jetzt bei dieser Meditation. Ich wünsche eine schöne Reise. Schließ bitte einfach mal deine Augen und atme tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug kommst du mehr und mehr ins Hier und Jetzt. Aber dieses Hier und Jetzt, anstatt dir Ruhe und eine angenehme Energie auszustrahlen, macht dich ein bisschen unruhig. Es ist vielleicht zu angestaubt, zu alt, zu vollgeräumt. Vielleicht steht zu viel Tand herum, noch irgendwas von den Großeltern in dieser Gegenwart, von den Ahnen steht vielleicht noch herum. Vielleicht ist es einfach ein Ort, wo du spürst, das passt jetzt nicht mehr für mich. Und in dieser Energie, in dieser Aufbruchsstimmung erlaubst du jetzt mal Uranus, deinen im Inneren Revolutionär zu aktivieren. Das Losbrechen von Stillstand, von Feststecken. Und alles, was dich festhält, alles, was dich einmauert, auch Regeln und Strukturen, das ist nicht nur Besitz, das sind Gesetze, das sind Normen, die du einmal gelernt hast. All die dürfen jetzt hinterfragt werden und an denen darf geschüttelt werden. Und die dürfen sich auch mal jetzt aufbrechen lassen. Jegliche Pseudo-Sicherheit, die dich eigentlich versteift, darf jetzt gewandelt werden. Und es brechen Gebote und Verbote weg, die dich eigentlich einschränken. Und es bricht auch alles in deinem Umfeld jetzt weg, das dich einschränkt. Und was bedeutet das? Was wird eingeschränkt? Deine Vision wird eingeschränkt. Dein innerstes Licht, deine Zielstrebigkeit, das wird eingeschränkt und durch die Energie von Uranus befreit. Und diese Revolution ist aber keine Reaktion auf das Feststecken. Es ist also kein Modetrend, der gesellschaftlich aufgeladen ist, wo du nur auf gesellschaftliche Regeln und Normen reagierst. Es ist eine innere Revolution. Und diese innere Revolution kommt aus deiner Wirklichkeit. Das ist ein,
ein Leuchtstreifen aus deiner Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ruft jetzt und schickt dir deine Vision. Stell dir mal einen Lichtstrahl vor, der tief aus dir kommt und der zu einem Leitlicht wird, wie ein Leuchtturm. Ein Signal aus deiner Wirklichkeit, das dich dazu einlädt, aus dem Alten rauszugehen. Und du hältst nicht fest, denn du spürst dieser Ruf aus deinem Innersten. Ist deine Wirklichkeit und gehört zu 100% zu dir. Und egal, was um dich herum wegfällt, wegbricht, verwandelt wird, was gewandelt wird, was dich überholt hat, was dir Pseudosicherheit gegeben hat. Du hängst an nichts mehr fest. Weder am Materiellen, noch an Menschen, noch an Gefühlen, noch an Gesetzen und Regeln. Deine Wirklichkeit darf sich jetzt immer weiter manifestieren. Das Licht dieser Vision darf dich mehr und mehr einhüllen, sodass du spürst, wo dürfen noch Ketten abfallen, wo dürfen Ketten gesprengt werden. Wo kann etwas aus deiner Gegenwart zurückgelassen werden? Und dieses Licht, diese Vision leitet dich und du spürst Freiheit. Und diese Freiheit manifestiert sich auch in deiner Kleidung, vielleicht auch in deiner Frisur, in deiner Körperform, aber vor allem in deinem Inneren. Du spürst, dass dieses Licht, diese Vision lebensnotwendig ist. Und du spürst auch, dass diese Vision dir nicht von außen gegeben werden kann, geschenkt werden kann, sondern die muss aus dir heraus geboren werden. Und dieser Geburtsvorgang ist diese innere Revolution. Und stell dir das nochmal vor. Regeln, Mauern brechen ein. Und in dir bricht jetzt auch etwas zusammen und fällt weg. Und du spürst, dass du freier wirst, klarer, vielleicht auch ein bisschen exzentrischer. Aber die Menschen, die dich nicht verstehen, die nicht deine Schwingung haben, die fallen einfach weg. Du erlaubst dir, in eine neue Freiheit, in neue auch Gruppen einzutauchen, die aber nicht mehr auf den alten materiellen Werten basieren, sondern die auf Visionen basieren. Ich habe eine Vision. Ich bin Teil einer größeren Vision und ich umgebe mich mit Menschen, die ihre Vision wahrnehmen können, die diese Vision spüren können. Und du spürst jetzt, dass dieses Licht deiner Vision, dein Scheitelchakra,
dein drittes Auge, dein Halschakra, Herz, Solarplexus, Nabelwurzel und alle Nebenchakren erreicht. Und du spürst, dass du nach vorne getragen wirst und gehoben wirst. Dass sich alles blitzschnell um dich herum verändert. Dass du in einer Zeit angelangst, in einer Frequenz angelangt bist, wo du nicht mehr in Gefühlen stecken bleiben musst und auch nicht willst. Denn das Alte, Abgenutzte streifst du ab. Wie eine Raupe, die sich in einen Kokon einspinnt und die letzten Endes zum Schmetterling wird. Und du spürst jetzt, dass du in deiner Vision bist und du spürst, dass in deinem Umfeld, in deiner neuen Gegenwart Menschen sind, die auch diese Schwingung halten können. Du hast Abschied genommen und du bist nun in deiner Freiheit, in deinem Licht, in deiner Vision. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich mal durch, beweg deinen Körper und erlaube dir, in diesem Licht der Freiheit. Und wenn du möchtest, kannst du das auch ausdrücken mit einem Ja oder irgendeinem Ton, wenn du das willst. Dann spürst du jetzt, dass du wieder ankommst. Und in Leichtigkeit und Freude erkennst du, es gibt keine Krise in mir gibt es nur Vision. Es gibt keine Krise in mir, es gibt nur Vision. Und dieses Licht breitet sich aus und du öffnest deine Augen, nimmst dieses Licht mit, manifestierst dieses Licht in deinem Innersten und spürst, dass du mit deiner Wirklichkeit auch verbunden bist über die Vision. Ja, komm in deinem Tempo an, beweg dich noch einmal und wie ist es dir gegangen? Ich freue mich auf deinen Kommentar, schreib es mir einfach unten rein und ja, schau mal, wie es dir geht, was sich da tut. Und das war jetzt so die vorletzte Reise der Archetypen. Das nächste Mal geht es mit den Fischen noch weiter, noch mal mehr in diese Wirklichkeit reingehen. Und dann hast du diese Reise durch den astrologischen Tierkreis abgeschlossen. Ich freue mich natürlich, wenn du dran bleibst. Ich freue mich über deinen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, teile das Video sehr gerne. Und wenn du mal eine astrologische Beratung haben möchtest oder auch mal schauen willst, was so Tendenzen bei dir sind, dann mach dir gerne mal einen Termin aus. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Reni.